Zurück zum Programm. Entschuldige bitte, sehen Sie uns, wenn wir sitzen? Ja. Sie da in den Logen. Ja? Ja? Sag mal besser. Okay, dann bleiben wir sitzen. Was? Okay. Da sitzen echt auch noch Leute. Ja. Nein, ich habe nur gedacht, wenn du da daher sitzt, den Herrn Rudle können Sie nicht mehr sehen. Oh ja, die Leute und Leutinnen sind auf mich. Super Plätze und Plätzinnen. Macht da gar nicht so. Da stehen zwar da ein paar Säulen und Säulinnen, aber sie sind trotzdem um die Ecke und um die Eckinnen. So. Wir lesen jetzt heitere Auszüge aus unserem Buch und unserer Buchin. Monika, lies. No, wie sagt man? Was, lies und leasing, oder was? Bitte. Ach so, bitte. Lies. Vorwort. Entschuldigung, das ist lustig. Das ist toll. Mir ist mal aufgefallen, ihr habt vollkommen recht. Markus, es stimmt. Unsere Mikros haben gar nichts. Du hast was. Mord. Du nuschelst. Ich nuschel nicht, ich habe eine Sprachausbildung. Ja, leider. Hättest lieber eine Sprechausbildung gehabt. Entschuldige, das ist der nächste Blödsinn. Monika, Sprachausbildung bezieht sich auf Sprache im Sinne von Fremdsprache. Sprechausbildung hingegen bezöge sich auf Sprechen im Sinne von deutlich. Du merkst deutlich. Dipfelreiter. Nein, ich Dipfelreiter. Ich. Ja, du. Komm, please. Merkst du das eigentlich? Was ist? Du hast einen Essfehler. Was ist los? Was ist gehört? Ein Klang, aber du hast einen Essfehler. Also, entschuldige, ja? Ich bin vielleicht ein bisschen untersetzt. Und man sieht es ja besonders, wenn ich noch sitze. Trotzdem habe ich noch lange keinen Essfehler. Ich war nicht Maturantin, das heißt den Essfehler, das heißt Essstörung. Entschuldigung, Herr, nicht Maturant. Ich rede doch nicht von dem, was du in dich hineinstopfst, sondern das, was aus dir rauskommt. Was ist und bleibt ein Essfehler, sag es bitte. Was soll das jetzt? Wie soll das jetzt? Herr Sprechsprachpolizist. Da geht's ja selber, wenn einer spricht bloß. Geht gar nichts. Meine Ess sind sicher sehr super, weil sonst sagt's mir ja schon längst irgendwer. Ich sag's dir ja gerade. Nix da. Markus, sag du was. Lass doch einmal den Markus in Ruhe. Der Herr da, der glaubt nämlich immer, sein Mikrokopf ist verstopft. Ja, sicher, genau so ist es. Der Mikrokopf ist verstopft. Der Klare hat gar nichts. Schluss jetzt, Lies. Wie hättest du es gern, das ist Lies? Weißt, ich lass mich doch da nicht verarschen in der Natur. Ich lese selber. Ganz allein. Ja, natürlich. Vorwort. Das geht. Was ist? Vorwort, das kann ich sagen. Baby, okay, machen wir es einfach so. Du liest alle Wörter ohne S, ich lese die mit S. Ja, wie ja? Du willst, wie du es meinst, wie du es sagst. Da fällt mir nichts ein ohne S, tut mir leid. Dann lies Wörter ohne S. Was, du meinst das jetzt ernst? Ja. Lies Wörter ohne S und schau dabei bitte nach vor. Vorwort. Und meine Damen und Damen, wie dann gleich auffallen wird, ist ja gelungenes Vorwort. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr. Halt. Was ist denn? Na, wie viel S hast du jetzt vorgelesen? Was, ernsthaft schreiben oder was? Und das, ne? Das. Ich soll. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2013. Bitte konzentrier dich. Was war schon? Wörter ohne S. Wo war der Wort mit S? 2013. Ist kein Wort, ist eine Zahl. Hab ich gesagt, oben in die Garderobe. Na, dann zeig's doch her. Was meinst du? Da hinunter geht's. Also ich muss jetzt einer so machen. Scheiße, das ist ja Kabarett, das ist ja kein Pantomime hier. Ich glaube, es kommt gut an. Das, bitte sehr. Aha, danke schön. So, also komm mit. Da geht's interessanterweise oben in die Garderobe. Vorsicht beim Kleinen.